That's me. Geil, Mann! Oskar Schweinsack. That's me. Was war das? Du kennst. Das bin ich. Nein, geht gar nicht. Das war schon immer mein riesiger Traum. Was geht, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Ich hoffe, ihr seid gut drauf, euch geht's gut, ihr habt Hunger und ja, was Stabiles zu essen. Wir schauen uns mal wieder ein essensgeladenes Video an, und zwar eine 10.000 Kalorien Challenge von zwei Jungs, die ich gerade eben durch Zufall auf YouTube entdeckt habe. 10.000 Kalorien Challenge zerstört. Cheat Day extrem. Challenges, Adam, die auch schon mal eine Ess-Challenge gedreht, einen Tag vor. Die machen so ein bisschen so alles, so wirkt das zumindest. Probieren sich vielleicht gerade aus, vielleicht gerade angefangen mit YouTube. Ich würde sagen, wir schauen mal rein, Leute. Kurz vorab, Werbung in eigener Sache. Beim Stream immer Erb am Start, Leute, ihr wisst Bescheid. Wenn ihr was bei Erb probieren möchtet, verschiedene Geschmäcker oder so, dann macht das gerne. Schaut über den Link in der Videobeschreibung bei AirUp vorbei. Kommt ihr vorbei, könnt ihr euch was ziehen. Wenn ihr euch da was holt, macht es gerne über den Link. Kann ich nur empfehlen. 100% Geschmack, ohne Zucker, ohne Zusatzstoffe. Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich. Schmeckt nicht so intensiv, sage ich jedes Mal dazu, weil ich nicht möchte, dass irgendjemand sich irgendwas kauft und am Ende enttäuscht sind, aber ich finde es nice beim Zocken und immer wieder, gibt auch viele Leute, die mir das schon gekauft haben, geschrieben haben, sie feiern es voll. Also probiert es gerne aus. Kuss geht raus. Geh mal rein ins Video, würde ich sagen, oder? Geht 13 Minuten, also weiß nicht, ob die jetzt beide zusammen 10.000 essen, das glaube ich nicht, das wäre zu easy. Ich schätze mal, jeder von den beiden 10.000 Kalorien, das wäre schon ein bisschen schwerer und dann... Ja, dann wäre das auch zackig geschnitten. Mal gucken. Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben uns endlich drüber gewagt. Wir machen es endlich, die 10.000 Kalorien Challenge. Das war eigentlich auch der Grund, warum wir den YouTube-Kanal gestartet haben. Wir haben das jetzt schon bestellt. Du willst dich doch verarschen. Das war der Grund, warum wir den YouTube-Kanal gestartet haben, Bruder. Vor einem Monat. Und vor wann? Wahrscheinlich vor fast zwei Jahren oder so. Oder eineinhalb Jahren oder so haben die das den Kanal gemacht. Also dann wartet man erstmal eineinhalb Jahre... Bevor man das Servus, macht. Servus. Geil, okay, mal gucken. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Wir haben uns endlich drüber gewagt. Wir machen es endlich, die 10.000 Kalorien Challenge. Das war eigentlich auch der Grund, warum wir den YouTube-Kanal gestartet haben. Wir haben das jetzt schon bestellt. Also wir haben McChicken, 9er Nuggets, Pommes und zweimal Double Bacon Cheeseburger und ein Eiste. Und ich würde sagen, aber wir starten. Man muss dazu sagen, flüssige Kalorien zählen nicht. Genau. Und wir müssen die Uhrzeit herzeigen. Die haben ein paar Kritiker unter euch. Ein paar Kritiker. Bruder, da sitzt so eine Schwabbelbacke irgendwo in München in einem Keller und schaut sich so Food-Challenges an und sagt manchmal seine Meinung dazu. Dieser anonyme Hater, der dann irgendwo runter kommentiert, that's me. Es ist jetzt 22.24 Uhr. Das ist der Beginn. Wir haben jetzt 24 Stunden Zeit, das zu essen. Und die offiziellen Regeln, also das sagt man halt so, offiziell jetzt nicht, aber inoffiziell. Wenn jetzt hier heißt, das sind die inoffiziellen Regeln, mein Lieber, das sind die offiziellen Hamsterregeln. Hörst mir. Das sind nicht, sagt man so, diese, allein schon diese Attitüde gefällt mir nicht. Da gibt es ja ein paar Kritiker und das sind die inoffiziellen. Herrgott, zackelt Zement noch einmal. Na, das sind die offiziellen Regeln und das wird so gemacht. Schnauze, weiter geht's. Man muss immer einen Zeitraffer einblenden, wer man das ist, damit man das jetzt nicht fälschen kann. Das heißt, das seht ihr jetzt einfach alles in einem Zeitraffer, damit wir das jetzt nicht fälschen können, sondern wir essen die 100 Kalorien. 10.000. 10.000 Kalorien, wirklich. Und ich würde sagen, wir starten einfach und... Mahlzeit! Kein langes Reden, es geht los. Also, Tablett ist komplett leer. Bei mir geht's gerade eigentlich noch. Es waren jetzt circa, ich weiß nicht, der Stefan hat das vorhin ausgerechnet, er hat irgendwas von 2500 gesagt. Was? Pro Person natürlich, 2500 Kalorien pro Person. Aber wenn nicht, wir schreiben es noch dahin dazu. Und ich würde sagen, wir holen uns jetzt noch ein Eis. Kleine Nachspeise, ja. 2500 Hammer. Sprich, ein Viertel haben wir jetzt schon drinnen. Stabil. Werden auch zur Tankstelle fahren und uns ein paar Oreos kaufen, bzw. ein paar Keks kaufen. Und ja, wir sehen uns später. Okay, also der Start ist auf jeden Fall schon mal zapfig, würde ich sagen. Ohne groß zu fackeln, ohne groß zu heulen, einfach rein da. So knappe 3000 Kalorien ist so ein Ding, wenn du davor wenig gegessen hast. Danach bist du satt, so das ist, wenn du dir wirklich mal so gönnst. Du sagst, ey, jetzt mal eine fette Mackie-Bestellung, da kommst du mal schnell auf 3000 Kalorien. Wir haben hier, wie heißt es nochmal? McFlurry, genau. Ein McFlurry mit Pickup als kleine Nachspeise. Die Kalorien werden genau eingeblendet. Und ja, Mahlzeit, meine Freunde. Mahlzeit. Also, Freitag 22, ey, okay, bis jetzt, also stabiler Start, würde ich mal sagen. Dass wir nicht fälschen. Wer
Ja, war schon schnell, 25 Minuten. Passt. Pfeife wird jetzt geraucht als Verdauung. Pfeifer wird jetzt geraucht. Also bei uns sagt man in Bayern Pfeifer, man sagt fröhliche Zigarette, sagt man zu einem Pfeifer mit grünem Inhalt, sag ich mal. Ja, wir sind jetzt vom Mäcki zurück. Wir haben uns jetzt stimmt, der Tatsache, das könnte ja eigentlich wirklich sein, ne? Wenn die ein fröhliches Zigarette rauchen, dann haben die vielleicht wirklich den Fressflash-Vorteil, so weißt du? Das ist das, was mir manche schon mal gesagt haben, das müsste ich mal machen. Was ich eigentlich auch noch mal richtig machen muss, weil ich in Amsterdam ja diese Cookies gegessen habe oder diese Brownies oder was auch immer. Und dann manche gemeint so, ich habe davon nicht so den Fressflash bekommen. Es war auch irgendwie, es war echt nicht kein geiler Trip, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin kein Mensch, der sowas normalerweise auch in Deutschland konsumiert oder so. Also ich habe da, ist nichts für mich. Aber ja, vielleicht so aus rein wissenschaftlichen Zwecken fahren wir vielleicht nochmal nach Amsterdam oder nach Holland generell. Bringen wir das nochmal aus, mal gucken. Achtung, noch ein paar Kalorien zu tanken, haben wir uns entschieden, bei der Tankstelle dann noch einmal so Milka-Cookies zu kaufen, beziehungsweise Oreos. Wir haben es exakt für die Uhrzeit, 0.56 Uhr. Wir werden uns da jetzt die neue Staffel von LOL reinziehen. Besser gesagt, die dritte Staffel ist es. Richtig. Somit sollten wir nach den Oreos und nach den Cookies bei ca. 4000 Kalorien liegen und ich würde jetzt sagen, das nach 3 Stunden ist nicht so schlecht eigentlich, gell? Ist schon nicht schlecht, also da habe ich schon cool, mal schlechter in einer 10.000 Kalorien Challenge gestartet. Ist echt gut. Ja. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach die neue Folge von LOL. Also bis jetzt muss ich echt sagen, mir taugt es, dass die beiden, die haben echt eine Mission, die setzen sich einfach hin und essen. So, wir haben jetzt das haben wir geholt, das haben wir gemacht, wir haben jetzt eine Pfeife geraucht und dann haben wir das gemacht und jetzt wird eingespachtelt. Lehnen uns zurück, nehmen uns die Cookies in die Hand und starten das Ganze. Lassen die Spiele beginnen. Geil. Komm, jetzt ziehen wir uns mal den. Ich mag das immer ganz gerne. Manchmal Zeitraffer auch in Slow-Mo anschauen, Leute. Aha, er hat da irgendwas reingeredet, wollte irgendwas sagen. Zack, er stopft rein. Die Oreos. Trink. Also bis jetzt stabil. Wirklich, wirklich gut für den Jungs. Gefällt mir sehr gut. Ja, bei ihm ist auch so, er muss auch viel trinken, genauso wie ich immer. Das ist, finde ich, manchmal nicht so faszinierend, die stopfen das so rein, komplett ohne einen Schluck zu trinken, und man fragt, wie geht das? Alle, der Stefan und ich, wir sind gerade beide komplett voll, also ich habe, glaube ich, noch genau 3 Oreos, Lust. Ich habe 4 Kekse noch. 4 Kekse, wir blenden euch jetzt einfach mal einen kurzen Zwischenstand ein. Ich denke, es ist jetzt nicht so schlecht in dieser doch recht kurzen Zeit. Wir haben ja doch morgen noch relativ viel Zeit, um die restlichen Kalorien zuzumachen. Mal, die legen sich jetzt hin, werden pennen. Wir haben jetzt schon knapp die Hälfte drin, dann lass mal so bis um, also jetzt ist es wahrscheinlich so kurz vor 2 oder irgendwas, dann lass die mal um 3 einpennen, dann lass mal 6 Stunden schlafen bis 9 oder bis um 10, 7 Stunden. Und dann hast du schon wieder Hunger und dann gehen locker wieder 2000 Kalorien rein, dann bist du schon bei 6 und dann ist doch mal Tag. Also das, die soll, ja, der Titel sagt ja auch ein bisschen zerstört, so, also ich glaube, die werden schon easy schaffen. Ja, wir werden uns jetzt fertig anschauen. Nachher werden wir uns schön ins Ohr hauen. Ich bin nicht weiter von der Mühle. Und yes, ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Morgen, Freunde, wir haben es mittlerweile 12.51 Uhr. Ja. Genau. Ein Beweis, wie geht's dir? Bist du euch mei oder geht's? Ich bin eigentlich fit. Ich bin halbwegs fit, also ich bin ein bisschen verkühlt, muss ich ehrlich sagen. Ich merke, ich habe auch ordentlich Wasser gezogen, irgendwie im Gesicht. Aufgedunsen irgendwie. Wir haben uns dazu entschieden, Cineminis zu essen. Das ist der Maxi-Pack. Da sind drinnen 625 Gramm. Nein. Auf 100 Gramm hat. Boah, das sind. Oh 420. Mein Gott, als ob die jetzt eine Maxi-Packung Cineminis wegzünden. Also, das sind ordentlich Kalorien auf jeden Fall. Wir werden jetzt schauen, dass wir da einfach so viel wie möglich einmal alles reinschaufeln. Am besten Fall eben alles. Ja. Das sollten 2600 Kalorien circa sein. Ich habe mir auf den Timer gestellt und wir haben noch genau zu sein 9 Stunden und 30, wenn wir um 22 Uhr. 9 Stunden noch? Ja. Hey, easy, Alter. Ja, easy. Ich würde sagen, guten Hunger, wir essen das jetzt einfach. Wir hauen jetzt einfach die ganze Packung rein von den Cineminis und dann geht's los. Und jetzt bekommen wir wieder einen Zeitraffer, damit wir nicht schummeln können. Und das geht in 3, 2, 1, go! Kurze Unterbrechung, die Speicherkarte war voll leider. Der Klassiker, der man kennt's. Aber hier zum Beweis, zeig mir kurz das Handy nochmal. Also ja, zum Beweis, true.
glaube ich, den wirklich. 12:59, das heißt, wir haben jetzt schon 8 Minuten gegessen und wir essen jetzt einfach wieder weiter. Es kann natürlich auch sein, dass er einfach ein perfekter Schauspieler ist, ne? Und dass das perfekt ins Setting passt, aber wisst ihr, manchmal hat man so ein Bauchgefühl so vom ganzen Ding, so wie Leute halt sind, wie sie was umsetzen und so und bla bla bla. Also, ja, keine Ahnung, einfach Bauchgefühl. Und ich würde sagen, let's go. Jetzt, ich hoffe, die Speicher hat es auch leer. Boah, Song ist geil. Yeah, 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 let's go. Ich bin jetzt da, hol mich raus. Aber Stefan, wir machen falsch schon was draus. Ich muss sagen, ich bin gerade auch ziemlich am Kämpfen. Ich habe da noch eine halb volle Schüssel, aber die muss ich noch zerbersten, weil sonst sind sie nachher komplett aufgeweicht. Das mag ich auch nicht haben. Dementsprechend würde ich sagen, du nimmst da einfach noch einmal. Wir machen einfach noch das fertig, Stefan. Ich muss noch eine Schüssel essen. Ja. Du nimmst da noch eine Schüssel. Also, die Challenge geht weiter. Wir haben uns eine kleine Pause gegönnt. Wir haben jetzt da noch überall ein bisschen was drinnen, das essen wir jetzt auf. Richtig lecker, richtig gut aufgeweicht, genau so soll es sein. Ja. Der Stefan hat noch ein bisschen was vor sich. Der hat noch so viel. Ein bisschen was. Und ja, so viel. Hauen wir uns jetzt rein und ich würde sagen, Abfahrt. Aber ist das nicht ein bisschen lame, Alter? So, nur so Cornflakes zu essen? Das ist doch auch ein Cheat, der soll auch geil sein, so ein bisschen, wenn du schon sowas isst, ne? Also ich habe vor, eigentlich im Juli, muss mal schauen, Ende Juli auf jeden Fall mal wieder so einen dicken Cheat Day, so eine dicke, eine Kalorien-Challenge rauszuhauen. Ich bin am überlegen, ob ich vielleicht so eine, wie sagt man, so eine Traum-10.000 Kalorien-Challenge mache, so nur mit Sachen, die so Food-Porn-mäßig sind und so richtig ultra geil. Also kein Trash, sondern wirklich nur richtig geile, gute Sachen reinhauen. So, was weiß ich, einen wirklich mit Liebe und Herz gemachter Smash-Burger, ein wirklich dann selbstgemachte S'mores oder irgendwelche selbstgebackenen, ultra aufwendigen, geilen Kuchen und also wirklich nur so richtig geilen Scheiß. Der Akku war wieder mal leer. Jedes Mal denke ich mir, warum mache ich das? Sind wieder da. Fertig? Freunde, Stefan und ich haben jetzt das Müsli zur Gänze aufgegessen. Mir fehlt noch ein bisschen was. Stefan, bei dem fehlt noch was. Ich bin komplett fertig. Wir müssen uns jetzt nochmal kurz erholen. Wir sind beide wirklich komplett Meier. Wahrscheinlich werden wir jetzt ein gutes Schlafall machen, nehme ich an. Ich würde anstatt der Schlafall hätte ich halt weniger Kohlenhydrate gegessen, mehr Fette oder so, weißt du, weil insulinmäßig kickt dich halt das auf einen ganz anderen Level. Und da gibt es halt dann mal ein dickes, fettes Schlafall danach, weil du richtig müde wirst. Wir melden uns dann nachher mit einem Zwischenstand, beziehungsweise wie unser weiterer Plan ist für heute. Freunde der gepflegten Unterhaltung, wir haben es aktuell 19.12 Uhr, ja. Sprich, wir haben noch gut 3 Stunden Zeit, es sind jetzt noch circa roundabout 2.500 Kalorien bei beiden offen. Aber ich sag dir, Pommes werden jetzt auch hart. Also es wird jetzt nicht so locker. Nicht? Gabst du nicht der Pommes? Man sieht halt das Datum nicht, ne? 36, wir noch exakt. Da steht 19.36 Uhr, aber was ist das? Ist das der 16.04.2022, ne? Kommt das hin? Das wäre jetzt das, was ich ablesen würde. Ich glaube, das ist, ja, das war das, was sie am Anfang auch gezeigt haben. 1, 6, das hier kann ich nicht erkennen, was das sein soll. Das ist eine 4 und das kann man auch nicht ganz erkennen. Das könnte auch 2017 auch schon. Aber schau, damals. 2 Stunden und 47 Minuten. Sprich, wir werden jetzt wahrscheinlich heimfahren, einen kleinen Verdauungsspaziergang machen. 21.04 Uhr haben wir, sprich jetzt wirklich das Grande Finale, die letzten Kalorien, müssen wir uns jetzt nochmal reinschaufeln. Um ehrlich zu sein, ich habe jetzt nicht so einen großen Hunger. Sorry. Wirklich ehrlich, ich bin zu euch.
Ja, was steht noch an? Beim Stefan steht noch Bibel von Cineminis an, ein Eis, ein paar Cookies von gestern. Genau. Und das war's dann eigentlich. Bei mir steht noch das Eis an und auch noch ein paar Oreos von gestern am Abend. Also schönes Ben & Jerry's. Und ich würde sagen, wir machen einfach wieder mal einen Zeitraffer auf 3, 2, rein da, auf geht's, Endspurt! Am Anfang lief's aber gut, ne? Und jetzt sind sie doch ganz schön am Kämpfen. Also, aber ich habe halt gemerkt, mir geht es halt gar nicht gut. Jetzt muss ich halt noch die letzten 3 Kekse. Ich kann nicht hinschauen. Ich kann nicht hinschauen. Das ist so schlimm, oder? Schau da hin, schlecht. Boah. Komm, rein, als ob es jetzt so schlimm ist, auf geht's. 20 Minuten Zeit, um 3 Kekse zu essen. Also, es hört sich zwar so lächerlich an, aber für mich ist das gerade ein Kampf. Einfach nur. Ich habe dafür mal kein Verständnis. Für mich ist das immer, ich denke mir so, Digga, 10.000 Kalorien. Rein da. Die gehen rein, runter wie Butter von Mutter. Aber die haben auch einfach ein bisschen reingeduldet mit der Strategie. Da war, da, ja gut, man muss jetzt, kann natürlich auch easy ohne Nüsse und sowas essen, ne? Aber ich hätte einfach irgendwelche fettigeren Sachen gegessen. Das ist doch viel geiler. Das ist doch Fett und Salz und Kohlenhydrate. Allein die Mischung ist schon geil, ne? Also noch fettiger. Merkt, es ist viel zu viel für meinen Magen gerade. Ich war kein einziges Mal groß, aber ich glaube, ich muss jetzt groß. Ich habe jetzt noch 2 Kekse übrig. Danach geht's leichter. Und ich habe mir jetzt extra ganz genau ausgerechnet. Eigentlich bräuchte ich nur 1,5 Kekse, weil sonst hätte ich, dann bin ich bei circa 10.030 Kalorien, wenn ich 1,5 Kekse esse. Und für die habe ich jetzt exakt noch 17 Minuten Zeit. Also es ist 22.06 Uhr. Ah! Und ich glaube, wir haben um 24 begonnen. Das heißt, ich habe sogar 18 Minuten Zeit noch. Und ich würde sagen, wir starten den ganzen Scheiß jetzt in 3, 2, 1. Go. Let's go. Ja, tut mir leid, weil wir immer so lange brauchen fürs Essen, gehen uns langsam die Speicherkarten aus, beziehungsweise sind immer gefühlsmäßig gleich voll. Somit habe ich jetzt extra nicht weiter gegessen. In der vorigen Szene war genau das Stück übrig und jetzt geht wieder der Zeitraffer los. Freunde, es ist vorbei, die 10.000 Kalorien Challenge ist für den Stefan und für mich jetzt wirklich vorbeiheben. Wir sind beide jetzt wirklich am Schluss fast gestorben, kann man so sagen. Aber dann im Titel steht so Kalorien-Challenge zerstört, Digga. Bruder, ich hab sie nicht gemeistert, ich hab sie sogar zerstört. Zerstört bedeutet für mich so, yo, wir haben nicht 24 Stunden gebraucht, wir haben so 10 gebraucht oder keine Ahnung, irgendwie sowas. Es war dann doch nochmal sehr, sehr viel zum Essen. Haben es doch auch ein bisschen unterschätzt vielleicht. Aber stark gemacht trotzdem. Ja. Was kannst du dazu sagen, Stefan? Ich sag's dir jedes Mal aufs Neue. Wirklich, jedes Mal unterschätze ich das. Und es ist genau 1:1 wieder bei der letzten Kalorien-Challenge. Bis zum Ende kämpfe ich wirklich jedes Mal dasselbe. Also habe ich mir heute doch gesagt, ich mache so einen Scheiß nie wieder. Also wirklich, nie wieder mache ich so einen Kack, aber... Kurze Notiz am Rande der Bande. Wir haben vergessen, die Uhrzeit herzuzeigen. Genau. Stefan, es ist wieder Showtime für dich. Es ist... Okay, passt. Ja, geile Geschichte, Mann, auf jeden Fall. Geile Geschichte. Also, keine Ahnung, so, ich habe
ich weiß nicht, jetzt, also gerade letzte Woche mit dieser Oldschool-Bodybuilding-Diät, muss ich sagen, dass man, wenn man wirklich so Diät hardcore durchzieht und Fitness durchzieht und bla bla bla, ey, im Kopf ist halt nichts anderes als die ganze Zeit nur, was kann man sich Geiles gönnen. Und wenn man sich halt auch nicht mal ein ganz klitzekleines bisschen gönnen kann, also wenn ich normal Diät mache, Digga, dann gönne ich mir vielleicht auch mal einen Döner, weil der halt reinpasst so von allem. Und das ist dann für mich schon eine Gönnung. Dann habe ich gar nicht so Gelüste nach sowas. Aber wenn du wirklich so eine richtig stumpfe Diät machst, dann willst du dir sowas gönnen. Und dann gehen eigentlich 10.000 Kalorien auch halt echt easy runter. Das ist halt, muss man aufpassen, auch, sag ich ganz ehrlich, so bestimmt für manche Leute, die da ein bisschen anfällig sind mit irgendwelchen Störungen und sowas, in Bezug auf Essen. Aber ansonsten, für mich persönlich ist so 10.000, ich kann einfach viel essen, ich esse gern viel und so 10.000 Kalorien, das wird nächsten Monat auf jeden Fall ein fettes Ding. Die Jungs haben sich ein bisschen schwerer getan, aber muss sagen, trotzdem stabil durchgezogen. Der Start war auf jeden Fall richtig brutal und hat mir gefallen. Schaut gern bei den beiden vorbei. Liebe Grüße gehen raus. Geiles Ding. Kuss geht raus. Ciao.